Oslo. Der NATO-Rat hat vergangene Nacht in einer geheimen Sondersitzung entschieden, Finnland und Schweden in das nordatlantische Militärbündnis aufzunehmen. Dies teilte Generalsekretär Hugo de Vries am frühen Morgen bei einer Pressekonferenz im norwegischen Bodø mit. Die NATO reagiert mit diesem Schritt auf die Bedrohung Skandinaviens durch russisch-ukrainische Truppen an der Grenze zu Finnland und Norwegen. Wir treten mit diesem Schritt der Bedrohung durch Russland entschieden entgegen, sagte de Vries. Gemeinsam mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Gustav Lundqvist und dessen finnischer Amtskollegin Lene Mattila appellierte de Vries an die russische und ukrainische Führung, unverzüglich Schritte der Entspannung einzuleiten. Wir hoffen, die Kräfte der Vernunft jenseits der Grenze erkennen, dass die Bedrohung einzelner Staaten der Bedrohung der gesamten westlichen Welt gleichkommt. Wir werden die Anwendung militärischer Gewalt in keinem Fall hinnehmen, erklärte de Vries. Die US Air Force befindet sich bereits seit längerem mit mehreren Staffeln, darunter die im südkoreanischen Gimpo stationierte First Glory Wings VFW, in Schweden im Einsatz. In diesem Zusammenhang wurden bereits alle Schritte unternommen, die ein schnelles Eingreifen bei einem Bündnisfall zum Tragen kommt. Die Verlegung der First Glory Wings ist abgeschlossen. Im Zuge dessen hat das Oberkommando einen generellen Begleitschutz für alle unbewaffneten Militärflugzeuge der NATO angeordnet. Das bedeutet, der Auftrag Escort wird der Schwerpunkt der kommenden Wochen werden. Was und wen wir so alles begleiten werden, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Wir sollten wachsam und gut vorbereitet sein, eine militärische Auseinandersetzung gilt es unter allen Umständen zu vermeiden, so der kommandierende Colonel der Glory Wings. In diesem Sinne, Männer, alles Gute und viel Erfolg bei den kommenden Aufgaben, die uns zugeteilt werden.